So, jetzt aber. Ich hoffe, ich schneide das raus. Willkommen zurück bei Zelda. Ey, wieso kommen diese Putzi-Kack-Typen nicht einfach runter? Ich habe jetzt die Idee, wie ich relativ schnell wie kann man das nicht drehen? Das ist ein bisschen doof. Nein, jetzt eben was essen. Oh, ich wollte springen, Mann! Man kann halt nicht ordentlich hiermit springen. Das ist halt auch so eine Verarsche. Toll. Jetzt muss ich das ganz normal spielen. Oh mein Gott, so weit war ich ja noch nie. Jetzt einfach schnell dahin rennen. Bitte, ich weiß, dass es arschkalt ist. Weit für ihn, der Arme. Okay, dann so. Soll sich übrigens nicht so anstellen. So kalt ist es jetzt auch nicht. Oh Mann. Hier ist wenigstens der Schrein. Boah, Herzen laufen gegen das hier, gegen Zeit. Es ist so, ich sag einfach nichts, ja. Ich bin da. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, schnell zum iPad.
Und rein da. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Und man muss halt auch irgendwie wieder zurückkommen. Aber dann teleportiere ich mich einfach irgendwo hin, das geht schon. Okay, die Göttin der Hühner. Säule aus Eis. Ja, kein Wunder, da ist auch arschkalt gewesen. So, mal gucken, was ich jetzt kriege. Ich sag jetzt, man kann sich warm machen, Feuer machen. Feuer machen wäre gut, weil dann könnte ich wenigstens Feuer machen. Ich glaube aber, man kann Sachen erfrieren lassen oder so. Und. Ja. Eissäulen aus Wasser entstehen. Super. Und dann kann man hier hochklettern. Ah, das war natürlich praktisch. Ah, und man kann sich auch überlegen, wie hoch die werden müssen. Die muss da jetzt zum Beispiel recht hoch werden. Die muss höher werden. Ah, so, okay, auch praktisch. Man kann also auch Gegner einfrieren, oder was? Noch einmal. So, perfekt. Und wieder so eine antike Feder. Immer mal wieder so eine Route. Die sieht cool aus, aber ist auch unnötig. Ah, cool. Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, das geht gleichmäßig hoch, aber ja, so macht natürlich Sinn. Habe ich das jetzt schon geschafft? Ist hier nichts mehr sonst? Okay, scheint so. Brauche ich jetzt aber auch nichts mehr essen. So, und jetzt weiß ich ja, einfach hier hin untersuchen. Komm, wir überspringen das. Wir wissen, was passiert. Yay. Überspringen. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem Typen gehen, oder? Fackel oder Feuerstein kann ich ein Lagerfeuer errichten. Aber wie zünde ich eine Fackel an? Ah, der Typ kommt. Okay, sonst hätte ich das jetzt ausprobiert. Hey, es ist doch kalt. Können wir es bitte woanders klären? Nun hast du in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Oh, es ist soweit, Link. Es ist Zeit, dass du weiterfährst. Warum habe ich mich da nicht nach meinem Namen genannt? Ich sehe auf der Karte, denk dir gekreuzten Linien zwischen den vier Schreien. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden? Da ist ein Schrein.
Oh, die müssten sich. Zitadelle der Zeit. Da müssten die sich kreuzen. Aber wo habe ich die gelbe Markierung verschwendet? Können wir mal bitte diese gelbe Markierung aufheben? Wo, bitteschön, ist etwas gelb markiert? Krug. Ist Krug dieser alte Mann? Okay, in die Richtung, wo ich gucke. Ich habe hier nichts gelb markiert. Verarscht mich nicht. Okay, es ist minus 2 Grad. Ich möchte dahin. Ja, teleportieren wir zurück. Schon cool. Am Anfang fand ich, das Spiel war mir zu offen, da war ich so ein bisschen irritiert, aber mittlerweile. Ich glaube, das macht den Charme von dem Spiel aus, weil sonst ist da ja nicht so viel. Und dass die halt recht wenig erklären und man gefühlt alles selber rausfinden muss. Das, ist auch sehr cool. Jetzt dahin, wo Krog ist. Und wäre wieder fast gestorben. Ja, okay, renne ich einfach so runter. Wie gesagt, was ich da gerade bewiesen habe, eine Fackel brennt nicht. Einfach so. Danke. So. Was war das hier? Ein Schrein. Das heißt, auf dieser Höhe. Ja. Meiner Meinung nach wartet der Typ in der Zitadelle der Zeit. Und kennt man die nicht noch von Ocarina of Time? So. Ach, dieses Symbol ist, wie viel Krach ich mache. Deswegen immer beim Laufen. Was ist das? Ich kämpfe jetzt mit dem Knochen. Ich will die Schwerter nicht verschwenden. Ja, dann zerbricht dieser scheiß Knochen dann halt. Ich habe noch einen anderen. Okay, ich glaube nicht, dass der hier wartet, aber man kann beten. Ah, dieser Knochen bewegt sich. Du
Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft geben. Vier Zeichen. Erstmal Herzen, danach Ausdauer. Voll cool, dass man das hier kriegt. Cool. Ja, ich bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ah, okay, dann war das richtig. Da ist wieder dieser lachende Typ. Zu mehr hoch. Muss ich da jetzt hochklettern? Ah, es gibt eine Leiter, perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das war Zufall. Zum Glück braucht man doch keine Ausdauer. Danach nehme ich mir wieder mehr Ausdauer. Bei Herz fand ich jetzt wichtiger, gerade wegen den kalten Regionen. Wo ist der jetzt? Ich laufe jetzt einmal rum. Sonst würde ich jetzt noch einmal hochgehen. Ach, da oben ist er, glaube ich, in dem Turm. Ahnung, ob das richtig ist. Hoffen wir mal. Jetzt klettern wir aber trotzdem hier hoch. Sollte er ja schaffen in der Zeit. Ah, jetzt ist das Wetter bewölkt. Zu sein, oder? Der Typ hat gesagt, komm nach oben und dann war er nicht oben. Du hast mich entdeckt. Ich suche eigentlich immer noch den Mann. Aber ich habe eine Idee, der ist da in dem Turm drin und nicht auf der Spitze. Hier rein. Ja, genau, da ist er. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Oh.
Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich, in der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerung verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Ey, endlich muss ich nicht lesen, sondern kriege ein Verheerung Film. Ganon. Sie ist die Wiedergeburt deines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie wird ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdecken wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen waren. 4 Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bannschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpft sie zusammen mit den Relikten, die ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es in Hand und Regen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie.
Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeige es dir. Kakariko heißt es. Ah! Dort eine Weise namens Impa. Da bei Ocarina of Time sagen, wächst du da auch. In Kakariko. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Schicksalsteins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Oh. Nimm schon das Parasegel, wie versprochen. Cool. Jetzt kann ich nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Ist so eklig, aus seinem Arsch kommt diese Hand. Die Weise neuer Zielpunkt, okay. Dann, also einmal muss ich hier hin zur Impa die Weise. Und wo ist das andere, wo ich hin muss? Hier, okay. Wir machen erst ein paar Device. Das machen wir, aber jetzt. Würde ich erstmal speichern und wir sehen uns dann. Ja, morgen schaffe ich glaube ich nicht, aber bis übermorgen. Tschüss.